Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Arezu. Ich bin Arezu und werde heute mal wieder ein paar kleine Leute trainieren. So, was mache ich? Mal sehen, was arbeitet hier? Mehr Crit bei grellem Licht, mehr Ausweichen bei grellem Licht und weniger Schaden bei... Achso, aber weniger ausgeteilter Schaden. Achso, bei hohem Licht. Das ist tatsächlich etwas, das man gebrauchen könnte. Das nehme ich. Ist ein bisschen her, dass ich die letzte Runde gespielt habe. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, wen ich alles hier habe. So. Talipiert nehme ich mal nicht, weil ich nicht genau weiß, ob ich noch einen Schurken übrig habe, den ich jagen muss. So, das ist nur ein mittleres Abenteuer, da brauche ich auch nicht unbedingt die stärksten. Oh, Joland ist aber genau das gleiche Problem. Okay, Moment, brechen wir das Ganze mal ab. Und wie kann ich aber mitnehmen? So. Ballett genauso. Und... ja, nehmen wir mal Holt mit. Dann gucken wir noch, ob jeder auf einer guten Position ist. Sollte aber... okay, sie nicht unbedingt... ja, aber das Beste, was ich gerade machen kann. Okay, dann gehen wir ins Abenteuer. Brauchen wir Licht? Ja, brauchen wir. Und Essen brauchen wir ebenfalls. Sagen wir 12 Stück. So. Sollte ausreichen. Die explodieren, wenn sie zu lange ignoriert werden. Was für Diener, bitte? Was zum... ist das ein spezieller Monstertyp? Oder meinen die damit Leichen? Die Leichen verschwinden ja auch nach einer Weile, wenn man nichts damit macht. Recover these lost shipments of rarities, that we may prevent them from falling into even less scrupulous hands. Okay, ich muss auf jeden Fall zuerst mal nach links, für den Fall, dass da Relikte sind, weil sonst muss ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Packs laden with loot. Ich könnte übrigens auch hier Untertitel anmachen. Aber ich entscheide mich mal dagegen. Kritisch und trotzdem nur 3 Schaden. Die haben extrem hohe Abwehr. Ich entscheide mich dagegen, weil jedes Mal, wenn die Untertitel kommen, muss man warten, bis das... ah, verdammt. Bis das Gesprochene durch ist, bevor man wieder was machen kann. Also das lähmt das ganze Spiel. So, das ist eine Betäubung, falls nicht widerstanden wird, aber es wirkt sehr gut. Und die beiden werden wahrscheinlich von der Grabräuberin jetzt direkt erledigt werden können, oder? Nein, doch nicht. Aber sonst wären die flitzenden Dolche eben geradezu perfekt dafür gewesen. Und das macht nicht genug Schaden. Leider. Hat eine Aktion übrig, hat keine Aktion übrig. Okay, hauen wir den mal. So, dann ist er auf jeden Fall erledigt. Sie darf sich selbst heilen. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Das nervt. Die machen zwar keinen Schaden, aber die betäuben das. Sorgt einfach dafür, dass der Kampf immer lang wird. Aber na, wenn man den die Nervigen erstmal weg hat, dann sind das wenigstens keine wirklich schlimmen Gegner. Oh, ein Schlüssel, das ist immer schön. Und wieder erkunden. Okay, wenigstens haben wir hier keine Raumkämpfe. Oh, das hier dürfte eins dieser Relikte sein. Das Ziel meiner Suche, yay. Manche Dinge sollten lieber niemals geöffnet werden. Tja, wir machen es aber trotzdem. Sehr
60%, 100% entschärfen. Na dann mach das doch mal. Und hier ist wieder nichts, aber vielleicht ein Relikt. Nein, leider nicht. Ich meine, ich will auch nicht unbedingt, dass das Abenteuer so schnell beendet wird, aber es wäre schön, wenn man es jederzeit unterbrechen kann. Das nimmt dem Ganzen die, ja, die Spannung will ich jetzt nicht sagen, aber das Angespannte. Klar, es klingt jetzt erstmal, als wäre es das Gleiche. Da kommt gleich was, da will ich lieber ein bisschen Licht haben. Da ist das, was kam. Und das ist diesmal ein gemeineres Team. Okay, ich mache erstmal den Giftschlag gegen die Schnecke vorne, weil ja, die eben so hohe Abwehr hat. Das hatten wir ja eben schon. Und der hätte sowieso nicht die hinten direkt erledigt. Sie hat aber eine Chance. Klappt leider nicht. Schaden in die hinterste Reihe, das ist so gemein. Gut, dann. Der ist nochmal dran, dann hauen wir einmal rauf. Dann. Ah, Moment, ich starte hier die Vergeltung. Boah, verdammt, kein Schaden. Ein Schaden hätte ja gereicht. Und hier hätten zwei Schaden benötigt. Da wären zwei Schaden benötigt gewesen. Okay, gut. Die macht trotzdem keine Probleme mehr. Die ist in der nächsten Runde erledigt. Der ist jetzt erledigt. Sehr schön. Okay, nur noch ein Gegner. Und fang. Oh, das kann ich da nicht hinwerfen. Dann. Ja, das kann auch Gifthauch machen. Dann bitte rüber. Sehr schön. Putsch, nicht nett. Ich kann dann mal heilen. Sie ist leider auch die einzige, die gerade eine Heilfähigkeit wirklich bei hat, oder? Ja, so. Das mache ich jetzt nur, damit sie möglicherweise nochmal die zweite Gelegenheit bekommt, was zu heilen. Ja. Hier machen wir jetzt auch wieder nur was vom Bewegen. Nein. Leider auch nichts. Also hätte wäre der erst später dran gewesen, dann. Hoppala, das ist etwas falsch. Hoppala, nicht so und wieder rum. Perfekt. Ja, das ist das, was wir bekommen haben, ne? 5. Ah, Smaragd, okay. 500, okay, das ist nicht schlecht. Ja, wie sollen die Monster in der Finsternis rumschleichen? Aber momentan ist nur Dämmerlicht. Reg dich nicht auf. Wuisin. A fortune waiting to be spent. Gut, hier kommt auf jeden Fall ein Kampf. Das heißt, ich will ein bisschen mehr Licht haben. The match is struck. A blazing star is born. Leider konnten wir sie nicht überraschen. Die haben einen Tank und einen Heiler. Das ist ein bisschen ungünstig. Und die Qualle überlebt direkt. Das ist auch nicht sonderlich gut. Verdammt, der kriegt da auch noch was ab. Okay, hier könnten wir die Qualle direkt mit erledigen, eventuell. Leider nicht. Ich gehe ein bisschen zu optimistisch heute ran. Okay, das hat wenigstens geklappt. Der hat noch eine Aktion, die Qualle nicht, dann versuchen wir ihn mal zu betäuben. Und das klappt, sehr schön. So, dann versuchen wir die auszuschalten. Und das klappt wieder nicht. Verdammt, die ist viel zu oft dran, die Qualle. So, der hat glaube ich auch hohe Abwehr, deswegen. Ja, also nicht wirklich hohe, aber. Es reicht, um nervig zu sein. So, machen wir den mal weg. Und genau, zielen und schossen. Macht
ja überhaupt keinen Schaden heute. So. Das funktioniert schon um einiges besser. Und schon wieder der Schlag nach hinten. Warum macht ihr denn sowas? Ich meine, mir ist schon klar, warum ihr sowas macht, aber bitte macht's nicht. Okay, 8 Schaden pro Runde, das ist nicht schlecht. Jetzt wäre es noch gut. Ah, hier. Das kann ein bisschen Schaden machen. So, das reicht leider nicht aus. Aber wenn wir nochmal aufhauen. Ist er auch weg, sehr schön. Okay, ich muss jetzt tatsächlich. Wie heißt sie doch? Die Arabellistin nach hinten schicken. Damit sie Vuison heilen kann. Was ist denn das? Hier untersucht nochmal. Yay! Ein Buff. Und zwar mehr Präzision, mehr Schaden bis zum Lagern und mehr Geschwindigkeit bis zum Lagern. Sehr schön. Die Präzision kam wahrscheinlich von einer eigenen Fähigkeit. Sonst könnte ich mir nicht vorstellen, warum die... Oh Gott. Noch 2 Raumkämpfe direkt. Nach dem nächsten werde ich wahrscheinlich mal lagern. Oh Gott, oh Gott. Gott, und schon wieder auf den... Und jetzt ist er an Death Door, das ist nicht schön. Gar nicht schön. Hier, fangt. Das könnte den hier direkt erledigen. Ja, macht's auch. Und hier kommt die Heilung. Ein bisschen verspätet, aber... Damit ist er im Prinzip erstmal wieder unsterblich. Das dürfte auch reichen. Ja, 3 Leben hat er noch, 4 Schaden kommt er. Alles wunderbar. Bei den Doktoren, also eigentlich Doktorinnen. Ich weiß nicht, woran die das erkennen, aber es steht auf jeden Fall Doktorin dort. Also wird's stimmen. Jedenfalls ist da das Problem, die haben nur eine Heilfähigkeit und die ist so schlecht, dass ich sie eben nie mitskille. Ja, Chance bei einer bewegen Fähigkeit, okay. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber es gibt Schlimmeres. So, direkt in den nächsten Raumkampf und danach kommt das... Oh Gott! Das hatte ich, glaube ich, noch nie. 2 von den Riesentanks hier. Dann werde ich auf jeden Fall erstmal auf den Heiler zielen. Und das lief gar nicht schlecht. Ja, dann auf den in der Mitte. Ich will zuerst mal die schnell loswerden, die ich loswerden kann. In diesem Fall aber will ich den betäubt haben. Jetzt habe ich auf den geschossen, weil... Autsch. Weil der ja betäubt ist. Das heißt, er bekommt jetzt den Buff, der das Betäuben... Ja. Nicht verhindert. Aber hier 80% Widerstand. Das ist schon gewaltig. Und da ist es besser, wenn man versucht, den direkt rauszunehmen dann. Das reicht eventuell nicht. Doch, okay, damit reicht's. Der ist down. Das Problem ist, ja, definitiv Death Door. Das heißt, sie muss auch mit dem Debuff jetzt die ganze Zeit leben. Das ist nicht schön. So, Gift, bitte sehr. Oh Gott, zieh nicht auf. Nein, 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 tu's nicht. Tu's nicht. Nein. Oh Gott, warum ausgerechnet die Grabräuberin?
nicht freundlich. So gar nicht. Die war schon Stufe 1. Ich meine, okay, ich bekomme jetzt beim Wagen immer schon Leute auf Stufe 1. Deswegen ist das gar kein so großer Verlust, aber trotzdem, das ist nicht schön. Natürlich nie schön, jemanden zu verlieren, aber... Okay, plus ausweichen, weniger Geschwindigkeit, das kriegt... Oh, das ist... Was? Das kann jeder nehmen, also warum er nicht? Geht doch, was war da eben los? 500 pro Stück ist das wert. Hier, trag du das mal. Und... Doof ist, ich muss jetzt das Zeug ablegen. Oder ich müsste jetzt das Zeug ablegen. Aber ich weiß genau, dass ich jetzt den Platz hier wieder frei haben werde. So. Jeder darf essen. Ich werde jetzt natürlich trotzdem weitermachen erstmal. So, ein schöner Buff für ihn. Und ja, ein schöner Buff für die Gefährten. Ja, noch ein Buff für sie. Wunderbar. Gut, und eine kleine Schwächung, aber das ist nur Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist ja nicht so das Kritische. Hat denn irgendjemand eine Krankheit? Nein, dann können wir auch keine Krankheit wegmachen. Aber Widerstand gegen Krankheit, okay. Und los geht's. The light, the promise of safety. Wenn wir Glück haben, ist das da der Traum. Eigentlich, wenn wir ganz, ganz großes Glück haben, dann ist gar kein Raumkampf mehr. Achso, ne, Moment, wir sehen ja, dass hier nur noch eins ist. Okay, dann gucken wir mal. Keine Wirkung, schade. Und, was haben wir drin? 250 Gold gibt das nur. Ja, besser als nichts, ne? Und auf in den Kampf. Was haben wir? Gut, kein so schlimmes Team wie eben. Und die versucht das gleich wieder zu relativieren, indem sie einen Buff verteilt. Aber unsere Leute sind auch gebufft. Vielleicht nur noch zu dritt. Aber gebufft. Autsch. Hört auf. 12 Schaden? Warum? Okay, wir versuchen zuerst mal den da auszuschalten. Sehr gut. War jetzt erstmal wichtiger als die Heilung. Ich hoffe, dass ich das nicht gleich noch großartig bereue. Okay, von denen ist jetzt keiner mehr dran. Das heißt, wir betäuben den, weil die nächste Runde kommt. Und der dann wieder dran wäre. Nicht betäubt werden. Sehr gut. Was ist das eigentlich für eine Schwächung? Widerstand gegen Bluten. Okay, meinetwegen. Speerfischen. Sehen die hier für dich aus wie Fische? Für mich nicht. Und 4 Schaden reicht nicht aus. Das reicht aus. Und das Gift macht die Leiche auch noch kaputt. Verwirrender. Naja, das macht Leiche weg. Das ist ganz praktisch. Dann kommt er nämlich nach vorne. Außerdem betäubt ist. Was auch praktisch ist, weil dann ist er betäubt. Und draufhauen. Uiuiui. Das war nett. So, die Truhe mache ich mal nicht auf. Könnte ja was Gefährliches drin sein. Die Truhe ebenfalls. Verdammt. Nicht gut. Okay, den lassen wir mal was essen. So, Pflicht. So, noch läuft alles ganz gut. Keine Probleme. Ui, 1000 Gold, nicht schlecht. Was zum Teufel?
Okay, Diener darf man nicht zu lange ignorieren, sonst machen sie Böses. Fang. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gut, wir starten direkt mit der Vergeltung. Wenn sie ihn öfter mal hauen, dann ist das nicht ganz so schlimm wie bei den hinteren. Okay, der kriegt mehr Abwehr, das ist nicht so das Problem. Der kriegt mehr Schaden. Der sieht schon aus, als würde er so sehr viel Schaden machen. Ich will nicht, dass er noch mehr macht. Okay, hier den vergiften wir mal, der hat gerade höhere Abwehr, dann... Was zum Teufel war das? Stressattacke, okay. 18 Schaden, sehr gut! Und... Der ist... okay. Der wird von dem beschützt. Meinetwegen... Oh, verdammt. Klappt nicht. Ich dachte, das wären alles die gleichen, aber das sind tatsächlich verschiedene. Eine Distalin, also eine Heilerin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, sie kann sich selbst heilen, das ist schon mal gut. Warum sagt mir denn niemand, dass hier ein Boss ist? Okay, versuchen wir nochmal zu betäuben. Gut, das hat geklappt und der wird dann in eine zufällige Position gebracht. Damit ist er erreichbar für meinen Waffenmeister. Das ist nicht gut. Nicht schlecht. Das nicht gut bezog sich jetzt schon auf die nächste. Oh Gott. Viel zu viel. Mit drei Leuten komme ich da nicht an. Okay, ich werde mich zurückziehen. The sin is not in being outmatched, but in failing to recognize it. Ja, ganz schön. Gut, wir werden dann mal weggehen. Das ist definitiv etwas, das ich mit anderen Leuten machen muss. Aber wenigstens kann ich meine Schätze behalten, das ist schon mal ganz gut. Natürlich ist es doof, dass wir tatsächlich jemanden verloren haben. Uiuiuiui. Hylomanie, besessen von materiellen Dingen. Okay. Weniger Schaden, wenn das Licht gering ist. Das ist gefährlich. Uff. Gut, eine Niederlage ab und zu braucht man trotzdem. Beim Zinken von Karten erwischt worden. Neuer kritikbekannter Betrüger. Kann also nicht mehr Glücksspiel machen. Aber das wird schon in Ordnung sein. Jolland ist dagegen süchtig geworden und kann jetzt nur noch spielen, um stresslos zu werden. Okay. So, haben wir denn neue Leute, die wir mitnehmen können? Nicht wirklich. Was muss denn hier noch verbessert werden? Ausbilderexpertise der Stufe 3, Rüstungsschmiede der Stufe 3. Gucken wir uns mal das mit der Rüstungsschmiede an. Was brauche ich dafür? Oh, ich habe die Materialien. Sehr gut. So. Dann gehen wir bei der Ausbilder-Expertise mal hin und gucken, was wir brauchen. Okay, ich brauche Porträts. Gucken wir mal, wie viele... Okay, ich brauche Porträts und... Das war 10. Das... Okay, ich kann mir 10 Porträts für 15 Urkunden kaufen. Dann mache ich das. Ich habe gerade 15 Urkunden für 10 Porträts gekauft, oder? Gut, versuchen wir es nochmal anders. Also gut, hier wählen wir aus, was wir ausgeben möchten. Und dann... Okay, jetzt haut das einfach nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich den Marktwert gerade so gedrückt habe da irgendwie, aber... Gucken wir mal, wie es hier mit aussieht. Ja, okay, hier kriege ich ein bisschen mehr. Auch nicht noch. Okay. Achso, nee, hier oben steht's ja, das ist... noch viel weniger. Was zum Teufel soll das?
Okay, ich muss auf jeden Fall farmen. Und ich muss beim nächsten Mal das mit dem Umtauschen besser hinkriegen. Okay, dann beende ich jetzt die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.